Grüße liebe Birdies und willkommen zum letzten Bibi-Log dieses Jahres. Wir haben Dezember endlich und es steht Weihnachten kurz vor der Tür und ich kann euch was ganz, ganz Tolles gleich verraten und darauf freue ich mich wahnsinnig und ja, kurzer Anfang und ich würde sagen, es geht direkt ins Thema rein, wie es momentan mit den Streams so läuft, würde ich behaupten. Momentan läuft das mit dem Streaming sehr gut, würde ich behaupten. Ich habe momentan The Witcher 1 zu Ende gespielt, worüber ich ein bisschen traurig bin tatsächlich, weil ich das Spiel zum Ende hin wirklich fürchterlich gerne gespielt habe. Also ich freue mich auch mega auf den zweiten Teil, aber zuerst spielen wir Assassin's Creed Revelations durch. Dann haben wir immer noch Overwatch natürlich. Overwatch hat die Season gestern angefangen. Das bedeutet, ich werde heute Abend mit dem Felix, wenn der hoffentlich da ist, und vielleicht ein paar weiteren Leuten meine Placement-Spiele machen. Und ich bin mal echt gespannt. Ich möchte auf jeden Fall definitiv Klassenerhalt erhalten, um weiterhin Platin sein. Aber natürlich auch eventuell Diamant erreichen. Und das wäre richtig krass, wenn ich das schaffen würde. Freue ich mich aber auch mega drüber. Und ja, ich habe mich von meinen zwei Schulkameraden zu Dark Souls überreden lassen. Und jetzt spiele ich auch Dark Souls. Ist ein bisschen schwierig, ohne Controller und mit einer Tastatur und Maus zu spielen. Gerade, aber eigentlich nicht wegen der Steuerung selbst. Das ist das Witzigste daran. Ich finde einfach, ich mag die Steuerung von Dark Souls, weil sie genauso schundig und so ätzend ist wie The Witcher. Und ich habe mich bei The Witcher so sehr daran gewöhnt, dass ich zum Beispiel bei Assassin's Creed Revelations die Steuerung echt einfach und super langweilig finde. Das ist total paradox, das zu sagen, aber ich finde diese uselige Steuerung gerade richtig angenehm zu spielen. Das einzig Doofe ist immer, dass meine Maus quasi von diesem Bildschirm in den nächsten Bildschirm übergeht. Und wenn ich dann klicke, schließt sich mein Spiel. Ist in manchen Situationen ein bisschen bescheiden, aber lässt sich gerade nicht anders ändern. Aber trotzdem, mir macht Dark Souls auch wirklich Spaß. Zu zweit sogar noch umso mehr. Und ich finde es cool. Es ist eigentlich auch kein offizielles Hauptprojekt. Es ist auch nur so ein süßes Nebenprojekt, aber wird natürlich auch definitiv weitergemacht. Zwischenzeitlich gibt es dann immer wieder ein bisschen Rocket League, ein bisschen Golfen mit Freunden. Werden wir wahrscheinlich auch des Öfteren jetzt weiterspielen. Das macht ja auch wirklich Spaß mit den Leuten und ich freue mich eigentlich darüber, über so Community-Spiele zu machen. Und was ich auch noch hoffe, ist, dass ich Aragami vielleicht nächstes Jahr auch mal zu Ende spielen kann. Das müssen wir dann mal gucken, wie es damit läuft. Rückblickend auf das Jahr 2016 seid ihr wirklich eine geile Crew. Ich streame so gerne für euch. Ich streame wirklich super, super gerne für euch und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß. Und ich möchte mich auch hier an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, wirklich für euch und auch für diesen wunderbaren. Ich weiß nicht, ob man den im Video sieht oder nicht. Er steht da hinten auf jeden Fall, dieser riesen Lindt-Adventskalender, den ich geschenkt bekommen habe. Das ist so geil. Vielen, vielen lieben Dank und ich freue mich über diese Schokolade so hammermäßig darüber. Um das Ganze euch auch wieder zurückzugeben, gibt es, ich habe euch das angedroht, ich glaube ich im letzten Bibi-Log oder in dem vorletzten Bibi-Log, es wird einen Adventskalender geben bei mir. Es werden 24 Spiele ab heute verlost und das aber auch nur über meinen Twitch-Stream. Das bedeutet, heute Abend wird das erste Spiel verlost, definitiv. Danach gibt es aber ein paar Pausen, weil ich ja jetzt nicht die nächsten 24 Tage streamen werde. Das bedeutet, ab dem nächsten Stream, beispielsweise wenn ich jetzt Sonntag streame, gibt es dann eben den Freitag, den Samstag und den Sonntag-Key. Also es gibt dann drei Keys. Also es rückt dann immer so ein bisschen auf. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall, es wird nicht jeden Tag dann quasi eine Verlosung geben, immer nur, wenn ich live im Stream bin. Und dann werden natürlich die restlichen Tage mit verlost, die eben quasi fehlen. Des Weiteren, zu Heiligabend gibt es ein etwas teureres Spiel. Zum 2., 3. und 4. Advent gibt es auch nochmal Special-Spiele, die ich persönlich einfach so verschenken möchte. Bei den anderen Spielen, das sind alles Steam-Keys, das sind aber auch Premium-Steam-Keys. Das heißt, es kann auch was Geiles drin sein. Ich weiß es halt nicht. Ich bin da selbst mal gespannt und ich hoffe, ich mache euch da mega eine Freude mit. Teilnahme an Giveaway wird 100 Federn kosten. Das heißt, ihr müsst jetzt mal ein bisschen gucken, dass ihr eure Federn vielleicht ein bisschen erhöht. Ich werde aber dementsprechend auch zum Ende des Streams diese Verlosung dann immer machen, damit ihr diese Federn eben auch irgendwie erspielen könnt. Und es sind immerhin 24 Giveaways. Ich glaube, dass da ist für jeden hoffentlich was dabei. Ich habe da ja nicht so Einfluss tatsächlich, aber ich freue mich darauf, euch das zurückzugeben zu können. Und da auch wirklich nochmal vielen, vielen Dank an eure Spenden, weil ich habe das jetzt endlich alles gerade über eure Spenden gezahlt und das ist einfach geil. Doch. Ja,
Und dann würde ich sagen, es geht eigentlich jetzt diesen Monat auch so lustig weiter. Also wie gesagt, jeden Tag, jeden Stream wird es jetzt ein Giveaway geben. Es wird mein quasi Adventskalender für euch sein. Overwatch wird jetzt wieder wahrscheinlich des Öfteren erscheinen, aufgrund dessen, dass jetzt Ranked wieder angesagt ist. Ich gehe davon aus tatsächlich, dass ich diesen Monat noch Assassin's Creed Revelations schaffe, dass wir dann nächstes Jahr direkt mit Witcher 2 beginnen können. Und worauf ich mich auch mega freue, und das könnt ihr euch jetzt schon rot in euren Kalender markieren, am 1.1. wird es eine Just Dance Party bei mir geben. Also ich streame dann das erste Mal Just Dance und ich bin mal wirklich gespannt, wie es ankommt, weil ich wirklich ein unkoordinierter Mensch bin und Tanzen für mich echt eine kleine Herausforderung darstellt. Aber ich freue mich mega darüber, weil es einfach mega viel Spaß macht. Ich kann das leider nur mit Controller spielen, also ich würde es lieber ohne Controller spielen, aber naja, Donation Goal 2017, I guess. Und tatsächlich ist das auch der Vivi-Log gewesen. Es war kurz, es war knackig, würde ich sagen. Und wir kommen einfach mal zur Endcard. Wäre cool, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Das hilft mir immer ein bisschen weiter. Ihr wisst ja, der Schedule, der aktuelle, der befindet sich immer unterm Twitch-Kanal oder auch in unserem Discord, wo jeder herzlich eingeladen ist, der mit zur Birdie-Crew gehört. Das andererseits könnt ihr mir auch bei Snapchat, Instagram, Twitter oder Facebook folgen, wobei ich da sagen muss, ich bin bei Instagram und Twitter am meisten aktiv. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen weihnachtlichen Dezember. Lasst euch nicht unterkriegen von dem Weihnachtsstress, feiert gerne und schaut auf jeden Fall bei mir im Stream vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall und ich wünsche euch einen ganz schönen Dezember. Bis dahin, tschüss!